Es ist also endlich soweit. Borderlands 3 ist erschienen und es könnte mir nicht egaler sein. Okay, eine ganz wichtige Sache mal auch ganz vorweg. Wenn ihr Borderlands mögt und damit Spaß habt, dann ist das komplett okay. Denn rein objektiv ist Borderlands bzw. Borderlands 3 ein gutes Spiel. Punkt, Ende aus. Und grundsätzlich möchte ich auch noch eine Sache anhängen. Selbst wenn irgendjemand sagt, ein Spiel sei nicht gut oder es gefällt ihm nicht und das vielleicht auch mehrere Leute sagen oder das Spiel vielleicht sogar eine schlechte Bewertung hat, ist es egal, solange ihr daran Spaß habt. Wenn ihr Spaß mit einem Spiel habt, ist es scheißegal, was der Rest dieser Welt dazu zu sagen habt, denn ihr habt Spaß. Punkt, Ende, aus. Ich mag Borderlands 3 aber trotzdem nicht. Das hängt allerdings auch damit zusammen, wie Borderlands aufgebaut ist. Und ich möchte hier einfach mal ganz kurz euch mitteilen, warum es auf unserem Kanal erstens keine Borderlands 3 Review geben wird und zweitens, was mein Problem mit diesem Spiel ist. Erstens also, warum gibt es keine Review? Nun, das könnte man jetzt vielleicht schon erahnen, weil ich nicht objektiv an dieses Spiel rangehen kann. Ganz objektiv betrachtet ist Borderlands 3 ein gutes Spiel, ich finde es aber grausam, denn ich mag dieses Spiel nicht. Also was soll ich an dem Ding bewerten? Wie sehr es mich nicht anödet? Und wenn ja, für wen sollte diese Review sein? Denn ich möchte dieses Spiel nicht spielen und auch sonst möchte niemand dieses Spiel bei uns spielen. Also was sollen wir für eine Art von Review präsentieren? Das einzig Faire, und das wollen wir ja immer tun, wir wollen ja fair gegenüber dem Spiel sein, das einzig Faire, was wir tun können, ist das Spiel einfach nicht zu reviewen, weil jede Art von Review wäre unfair. Und das wäre dann noch unglaublich unprofessionell und, ach kommt Leute, das wäre einfach nur unnötig. Nun kommen wir zum zweiten Punkt, warum mag ich denn Borderlands eigentlich nicht? Das gilt übrigens für Teil 1, für Teil 2, für Teil 3 und auch fürs Pre-Sequel. Ja, ich habe Teil 1 relativ viel gespielt. Ja, ich habe das Pre-Sequel nochmal probiert. Und nein, ich möchte Teil 3 nicht spielen. Mein Problem an Borderlands kann man eigentlich in drei kleine Themenblöcke zusammenfassen. Zum allerersten hätte ich da das Design. Denn ich mag das Grafik-Setting von Borderlands nicht. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, wenn Spiele anders aussehen und wenn Spiele auch anders sind. Aber ich mag dieses Grafik-Setup einfach nicht. Ich kann euch nicht mal so wirklich sagen, was ich nicht dran mag, aber ich mag es einfach nicht. Für mich wirkt es einfach ein bisschen zu wild, zu hektisch, zu... Ich weiß es nicht. Also es ist, wie gesagt, nicht so, dass ich keinen anderen Grafik-Setups mag. Ich mag andere Grafikstile oder Setups oder wie auch immer man es nennen möchte, komplett gerne. Ich finde es großartig, wenn Spiele anders aussehen. Aber Borderlands ist einfach nicht mein Geschmack. Darüber könnte ich hinwegsehen, wenn da nicht der zweite Punkt wäre, und zwar Gearbox und der Gearbox-Humor. Ich mag Gearbox nicht. Ich mag kein einziges Spiel von denen und ich mag vor allem nicht deren Humor. Denn ich finde deren Humor einfach wie mit der glatten Hand in die Fresse geballert. Ich finde die Witze nicht lustig, ich finde die Dialoge nicht klug geschrieben und auch nicht lustig und mich tangiert einfach nichts von diesem Gearbox-Humor. Ich finde es nicht lustig, mich nervt es eher. Das ist eine sehr subjektive Geschichte, aber dieses ganze Video ist ja eh komplett subjektiv, also was soll's. Und dann wäre da aber noch der dritte Punkt und der ist eigentlich tatsächlich der ausschlaggebend ist für mein Ich mag Borderlands 3 nicht. Und zwar das Gameplay generell. Ich mag keine Loot-Shooter. Ich mag Destiny nicht, ich mag Borderlands nicht und ich mag auch jeden anderen Loot-Shooter absolut nicht. Und das ist ein bisschen komisch, weil ich mag durchaus Loot-Games auf zum Beispiel Mobile-Geräten, aber die spielen sich durchaus ein bisschen anders. Die Problematik an Loot-Shootern ist für mich, dass ich diese Progression einfach nicht mag. Man startet mit nichts und dann muss man sich die besten Waffen farmen und irgendwie hersuchen und muss sich da anstrengend durchkämpfen. Und ich hasse es vor allem, wenn Gegner Bullet-Sponge-Gegner sind. Das soll also bedeuten, wenn sie 50.000 Kugeln fressen können, einfach weil man nicht stark genug ist. Ein Headshot hat verdammt nochmal ein Headshot zu sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann soll der Gegner zumindest einen Helm haben. Aber wenn der Gegner keinen Helm hat, dann sollte ein Headshot, also zumindest viel Schaden anrichten oder tödlich sein. So möchte ich einen Shooter spielen. Ich mag einfach diese Bullet-Sponge-Shooter nicht. Ich mag das einfach nicht. Ich mag deswegen auch nicht The Division 2, also oder 1 oder was auch immer. Und das ist auch für mich ein Problem aktuell beim neuen Ghost Recon. Denn
Spoiler, das Ding mag ich auch nicht. Und zwar auch wegen dieser Gameplay-Mechanik. Grundsätzlich habe ich ein Problem mit dieser Art von Shootern. Und das ist super, super subjektiv. Habe ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Aber ich frage mich, ob ich mich irgendwie für diese Art von Shooter begeistern könnte. Beziehungsweise ob das Gameplay mich irgendwie tangieren könnte, wenn man hier und da ein bisschen was ändern würde. Ich wüsste es allerdings nicht. Also ich wüsste nicht, was man ändern müsste, damit ich voll dabei wäre. Selbst wenn das Setting super cool ist und mich total anspricht, glaube ich, schreckt mich das eigentliche Gameplay total ab. Und ja, das sind die drei Gründe, relativ kurz erklärt, warum ich Borderlands 3 nicht mag. Ich meine, ich müsste oder könnte jetzt noch weiter ausholen, um die 10 Minuten zu erreichen, damit wir hier mehr Werbeeinnahmen haben. Aber warum sollte ich das tun? Ich meine, alle drei Punkte sind eigentlich relativ simpel erklärt. Ich mag den Humor nicht, ich mag den Stil nicht. Und ich mag das eigentliche Gameplay nicht. Aber hey, wie schaut's denn bei euch aus? Mögt ihr Borderlands bzw. mögt ihr diese Art von Shooter? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und begründet es auch. Und wenn nein, schreibt es ebenfalls in die Kommentare und begründet es ebenso. Eine Sache nur gleich dazu, bitte flamet euch nicht gegenseitig an. Wie eingangs erwähnt, wenn jemand dieses Spiel mag oder nicht mag, ist es vollkommen okay. Es gibt so viele verschiedene Spiele und es gibt so viele verschiedene Arten von Videospielen, dass für jeden etwas dabei. Also sollten wir uns nicht bekriegen, nur weil wir mit Spiel XY nichts anfangen können.